Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Welche Angelrouten braucht man wirklich? Diesbezüglich möchte ich dir in diesem Video sehr gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Außerdem werde ich dir mein empfohlenes Angelzubehör mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du ja sehr gerne mal ein bisschen stöbern, wenn du dich dafür interessierst. Also, ich werde dir mal erzählen, wie wir alle in unserer Kindheit geangelt haben, ja? Was nämlich witzigerweise auch funktioniert hat. Wir haben uns Stöcker gesucht, die so ungefähr 2 bis 3 Meter lang waren, haben da vorne Angelsehne rangebunden, so ungefähr, ja, 3 Meter lang ungefähr, oder zwischen 1,5 und 3 Meter. Hose ran, Haken ran, ein bisschen Blei ran. Und von einem Steg aus konnten wir sogar mit so einer Stockangel einige dicke Barsche angeln. Ob du es glaubst oder nicht, selbst das hat funktioniert. Ja, die guten alten Zeiten, doch warum erzähle ich dir das? Nun ja, ich habe das Gefühl, dass Angler in Sachen Angelzubehör häufig ein bisschen übertreiben von dem, was man wirklich braucht. Wenn du ein Hobbyangler bist, der vielleicht mal so alle 2, 3 Monate mal an den See fährt, um ein bisschen Entspannung zu suchen am Wasser, dann brauchst du natürlich nicht 10 verschiedene Angelrouten. Da reicht doch eine Allrounder-Route komplett aus. Trotzdem möchte ich dir natürlich ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg geben, worauf du bei der Auswahl achten solltest. Das hängt in erster Linie auch sehr stark davon ab, was für Fische du bestenfalls fangen möchtest. Legst du Wert darauf, große, dicke Fische zu überlisten? Ja, dann solltest du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und eine stabile Angelrute kaufen. Wenn du allerdings nur so ein paar, ja, so 20 bis 30 Zentimeter Plötzen angeln möchtest, vielleicht Barsche in dieser Größenordnung, und dir das vollkommen ausreicht, ja, dann bist du natürlich mit einer günstigeren Angelrute deutlich besser bedient. Das als wichtiger Tipp an dieser Stelle, ja. Wie bereits gesagt, viele Angler übertreiben da so ein bisschen, die ihre Montage aufs Feinste abstimmen, um die bestmöglichen Chancen in der Theorie für den Fischfang zu bekommen. Doch was viele Leute vergessen leider ist, dein Angelplatz, ja. Dein Angelplatz ist in der Tat viel wichtiger als deine Montage. Denn du kannst die beste Montage der Welt haben, wenn an deiner ausgesuchten Stelle aber gar keine Fische sind, dann bringt dir das natürlich überhaupt nichts. Also das ist wirklich so ein Erfahrungsaspekt, wo ich sagen würde, hier sollten die Angler viel mehr Wert drauf legen als jetzt auf die richtige Ausrüstung. Sie sollten anfangen zu lernen, wo man gute Chancen hat, Fische zu finden, ja. Und hier solltest du es natürlich von deinem Zielfisch abhängig machen. Aale wirst du eher am Grund finden, Zander ebenso. Bei einem Hecht ist es stark von der Saison abhängig. Im Sommer sind die meistens auch weiter oben an der Oberfläche, aber sonst so mitteltief vielleicht. Die Alten vielleicht auch eher so in Grundnähe. Ja, es ist immer unterschiedlich. Naja. Nochmal zurück zu den Fragen. Okay, ja toll. Und welche Angelroute soll ich jetzt nehmen? Hier sollten wir grundsätzlich erstmal unterscheiden, hast du Bock auf Spinfischen, also Angeln mit Kunstködern oder Lust auf den Ansitz, ja? Also so Anglern, die wirklich nur so alle 2, 3 Monate mal an den See fahren möchten, denen würde ich eher den Ansitz empfehlen, weil gerade da geht es ja darum, die Seele baumeln zu lassen, am Wasser ein bisschen zu entspannen, ja. Und in dieser Hinsicht, ja, würde ich so eine Allrounder-Ansitzroute kaufen. Nicht unbedingt auf Grundangeln ist nämlich in der Hinsicht kompliziert, dass du bei der Montage stark aufpassen musst, dass du die möglichst so gestaltest, dass du nicht ständig am Grund hängen bleibst, ja. Denn das ist leider ein sehr großes Problem, was du beim Grundangeln als Anfänger haben wirst. Du wirst ständig an irgendwelchen Stöckern am Boden festhängen, musst die ganze Montage abreißen, an Steinen, an irgendwelchen Verkantungen unter Wasser. Und das kann natürlich sehr schnell frustrierend sein. Also würde ich so dem hobbymäßigen Angler, der hin und wieder mal ins Wasser fahren möchte, eher eine Posenmontage empfehlen. Klar, man kann auch mit
Man kann natürlich auch mit einer Pose den Grund beangeln, aber ich meine jedoch eher so, ja, mitteltiefes Wasser im Sommer vielleicht oben, also eher so ein bisschen flach, weil im Sommer sind die Fische meistens relativ weit oben, wegen dem Sauerstoffmangel und ja, das als wichtiger Tipp. Also such dir eine stabile Route aus, wo du einfach eine Posenmontage ranmachen kannst. Ein Haken für so eine Allrounder-Angel, da würde ich dir diese roten Aalhaken empfehlen. Weil als Allround-Köder gibt es auch nichts Besseres als Würmer tatsächlich. Ganz normale Regenwürmer oder wenn du es auf ein bisschen größere Fische abgesehen hast, kannst du auch Tauwürmer ranknoten. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Fische du mit Würmern überlisten kannst. Ich habe selbst mal einen mittelgroßen Hecht mit Wurm gefangen, wo ich auch dachte, das ist ja interessant. War vielleicht so eine Notsituation oder so, weil Hechte. Hecht und Wurm passt jetzt nicht so eins zu eins zusammen, aber selbst das funktioniert, ja. Riesengroße Waller kannst du theoretisch auch alleine mit so ein paar Würmern fangen, ja. Es kann sein, dass du so eine mittelstarke Montage hast und dann einfach mal so ein 2 Meter starker, paar Kilo schwere Waller oder Wels, wie man den hier nennt, an deiner Rute hängt und ja, viel Spaß bei dem Drill, das wird lustig. Aber das ist halt auch der coole Überraschungseffekt. Wenn du mit Wurm angelst, mit so einem allgemeinen Köder, dann weißt du nie, was anbeißt. Das kann ein guter Barsch sein, das kann ein Karpfen sein, eine Brasse, Rotfeder, Plötze, Zander, Aal. Hier hast du echt eine riesengroße Fischpalette, die theoretisch anbeißen kann. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ja, wenn du so ein Allround-Angler bist, der alle paar Monate mal am Wasser chillen möchte, so eine stabile Allrounder-Route mit Posenmontage dir anzufertigen. Da brauchst du insgesamt weniger als 100 € um das zusammenzubauen. Ja, da kommst du schon relativ weit mit kleinem Geld. Es sei denn, du sagst, okay, ja, aber wenn jetzt so ein großer Fisch anbeißt, dann will ich den auch an Wasser ziehen und nicht meine Montage abreißen oder ich will da nicht, dass meine Angel zerbricht. Dann kannst du natürlich auch eine stabilere Allrounder-Route kaufen, weil ob du jetzt so eine richtig, also die Fische interessiert das ja nicht, wie stabil deine Route ist, ja. Dabei geht es wirklich nur um den Drill, den sogenannten Drill, also dieser Moment, wo du den Fisch eben aus dem Wasser holst. Und da kannst du dann natürlich auch schweres Geschütz mit an den See bringen, ja. Also stabilere Angelrouten halt. Und genau, also man braucht wirklich nicht sonderlich viele Angelrouten. Diese Frage hier geben auch vor allem Leute ein, die wirklich nur so ganz hobbymäßige Angler sind, die alle paar Monate mal Zeit haben, um ans Wasser zu fahren. Und genau da reicht eine Allrounder-Route locker aus. Die sollte schon nicht die allergünstigste sein, weil wenn die dann zerbricht, kann es natürlich sein, dass dein Angeltrip schnell keinen Spaß mehr macht. Sollte schon ein bisschen was stabiler sein. Das Überraschungsmoment mit dem Wurm macht auf jeden Fall viel Spaß. Da eignen sich diese Aalhaken. Ich würde auch empfehlen, ein bisschen größere Aalhaken zu nehmen. Viele Angler neigen dazu, immer so Mini-Haken zu verwenden, was ich nicht so verstehe. Zumal den Haken aus dem Fisch zu lösen dann auch nicht gerade einfacher wird, ja. Aber diese roten Aalhaken, die sind echt super und damit kannst du selbstverständlich nicht nur Aale fangen. Das ist natürlich so ein Anfängerfehler. Also die Färbung von den Aalhaken finde ich deswegen so praktisch, dass die eben den Wurm so ein bisschen tarnen. Also wenn du jetzt diese goldenen Karpfenhaken nimmst, die sind natürlich nicht ohne Grund golden, ja. Die sind golden, weil man auf Karpfen häufig mit Mais geht oder mit Teig. Und so passt sich das so ein bisschen an. Und bei Aal nimmt man eher so eine Köder wie Würmer, teilweise auch Köderfisch. Und da passt so ein roter Haken halt besser, ja. Wenn du aber sagst, hey, ich will wirklich nur Friedfische angeln, ich angle gerne mit Mais. So Brassen, Karpfen, Rotfedern und Plötzen sind voll mein Ding. Vielleicht auch Döbel, je nachdem, wo du wohnst. Oder selbst Forellen stehen ja total auf Mais. Das wusste ich bis das habe ich vor kurzem erst gelernt. Ich dachte, Forellen sind relativ ähnlich wie Barsche und mögen Mais jetzt nicht so gern. Aber tatsächlich, Forellen gehen auch gut auf Mais. Das fand ich ganz interessant, ja. Also wenn du diese Fische angeln möchtest, dann könntest du auch diese goldenen Karpfenhaken nehmen. Mach dir nicht so große Sorgen. Also tatsächlich kann man auch, wenn du jetzt einen großen Haken verwendest, dann musst du nicht zwangsläufig 1 Meter lange Fische fangen, ja. Auch so eine 20 bis 30 cm große Plötze kannst du mit einem relativ großen Haken noch an die Angel kriegen. Also mach dir da keine großen Sorgen. Wie bereits gesagt, eine stabile Allrounder-Route. Spin-Angeln würde ich nicht so empfehlen, wenn du nur so alle paar Monate gehst.
weil das ist sehr, sehr anstrengend. Da musst du auch ständig den Platz wechseln. Ja, würde ich nicht empfehlen. Bau dir lieber eine Allrounder-Ansitzroute und dann solltest du gut versorgt sein. Kannst ja dann immer mal wieder ein bisschen testen, wenn die durchbricht, wenn wirklich ein Waller in deinem See da ist, ja, dann musst du dir halt eine stabilere Route holen. Naja, wenn du dir meine Angelzubehör-Empfehlungen anschauen möchtest, gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Petri, heil und alles Gute.